Ibn al-Qayyim sagt also, man unterlässt den Spott über die Achtlosen und man ist besorgt über sie, wobei man das Tor der Hoffnung für sich selbst öffnet. So hoffst du für dich selbst die Gnade und befürchtest für die anderen die Strafe, die also die Sünde immer noch tun. Aber bitte für sie um Gnade. Allahu Akbar. Wie gehen wir mit unseren Geschwistern um, die Fehler machen, die noch nicht so weit sind? Wie oft machen wir uns lustig? Ist das ein Hijab? Ha, guck mal, wie der aussieht. Boah, guck mal, was der tut. Oh, der kann ja noch nicht beten. La hawla wa la quwwata. Wer hat dich dazu erzogen, so zu sein? Der Prophet? Hasha. Rasul sallallahu alaihi wasallam war kein Mensch, der sich lustig gemacht hat über die anderen, sondern er war besorgt. So sehr, dass Allah ihm sagte, geh nicht zugrunde wegen ihnen. Rasul sallallahu alaihi wasallam war bekümmert. Er wollte unbedingt, dass die anderen, die Nicht-Muslime, die Kuffar, die Mushrikun, dass sie den Islam annehmen. Wie sollten wir dann mit unseren Geschwistern umgehen, die noch nicht so weit sind wie du